Hallo und willkommen zu meinem Video über den Boss Indicator. Insgesamt gehe ich in dem Video auf die Installation, die Einstellung und die Nutzung ein, beziehungsweise auch auf meine ersten Testergebnisse. Ich habe den jetzt insgesamt seit 5 Tagen in Betrieb, ist noch nicht viel. In verschiedenen Einstellungen, da werde ich die Ergebnisse schon mal zeigen. Und in ein, zwei Wochen kommt dann ein zweites Video mit den restlichen Ergebnissen. So, mein Name ist Benjamin Hübner. Mehr Informationen zu mir und binären Optionen findet man hier. Außerdem werde ich in meinem nächsten Live-Trading den Boss Indicator live zeigen. Am Ende des Videos gehe ich kurz auf mein Bonuspaket zum Boss ein. Darin ist zum Beispiel spezielle Strategien enthalten, die noch genutzt werden können, um den Boss effektiver zu nutzen. Und ein paar andere Dinge. Erstmal kurz zum grundlegenden Funktionsweise des Boss Indicators. Erstmal steht BOSS für Binary Options Statistic Signal Indicator. Der Indikator verbindet sich, wenn ein MetaTrader installiert ist, mit einem neuralen Netzwerk, das 100 oder mehr Indikatoren überwacht und die Ergebnisse der Indikatoren mit statistischen Daten abgleicht, um daraufhin eine prozentuale Wahrscheinlichkeit für die Richtung der Marktbewegung anzugeben. Diese Wahrscheinlichkeit ist jeweils auf eine spezielle Zeitspanne bezogen. Das zeige ich gleich nochmal. Man kann zusätzlich eine Schwellenwahrscheinlichkeit definieren. Wenn die überschritten wird in irgendeine Richtung, dann erhält man ein Signal. Das entweder akustisch, per E-Mail oder auch per Push-Nachricht aufs Handy. Bevor wir einen Blick auf den Boss selbst werfen, erstmal kurz zu den Voraussetzungen und der Installation. Um ihn zu nutzen, braucht man MetaTrader 4 oder 5. Den gibt es für beiden. In der Originalanleitung wird der originale MetaTrader von MetaQuotes empfohlen, den man unter metatrader4.com, glaube ich, runterladen kann. Ich habe es allerdings jetzt auf dem MetaTrader von IC Markets installiert, dort läuft er auch. Und man braucht seine Kontodaten, die man nach der Anmeldung oder nach dem Erwerb bekommt, um sich einzuloggen. Die Installation ist recht einfach, das zeige ich jetzt gleich nochmal. Einfach runterladen und entpacken. Den bossindicator.exe4, also X4, Entschuldigung, also die Datei, ins MetaTrader-Verzeichnis kopieren und dann den MetaTrader neu starten. Das zeige ich, wie gesagt, jetzt gleich erstmal. So, hier sehen wir jetzt den MetaTrader. In dem Fall ist der Boss schon eingefügt und läuft hier schon eine Weile. Zur Installation erstmal. Hier haben wir die ZIP-Datei, das ist das Innere. Da haben wir hier den Boss Indicator v4.exe4. Den kopieren wir. Das hier ist das Signalfenster, das mache ich jetzt erstmal weg. Dann gehen wir auf Datei. Datei-Ordner öffnen. MQL4. Indicators. Und jetzt wird er hier reinkopiert. Einfach mit einfügen. Ich habe den jetzt hier schon drin. Was man auch machen kann, wenn man das sich ordnen will, ein bisschen besser, kann man sich eine Ordnung machen. Mit Zusatzindikatoren oder wie auch immer. Und kann ihn hier einfügen. Das war's schon. Jetzt mal schauen, ab und zu klappt das auch ohne Neustart. Ich mache einfach mal hier aktualisieren. Dann sehen wir hier schon, hier ist der Ordner und hier haben wir den Boss-Indicator. So viel zur Installation. So, ich habe hier jetzt einen neuen Chart geöffnet. Einfach Rechtsklick, neues Chartfenster. Hier lade ich jetzt den Boss-Indicator ein. Hier ist wichtig, dass hier Import von externen Expert Advisors und DLLs zugelassen ist. Dann drücke ich OK. So, wichtig ist, dass man auf den 1-Minuten-Zeitrahmen umstellt. Hier kam jetzt gerade ein Signal im Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Hier, das ist hier der Einstieg. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Erstmal, wenn man den zugefügt hat, muss man hier seinen Namen, seinen Usernamen und sein Passwort eingeben. Wichtig ist, bevor man sich anmeldet, kann man hier die Einstellung verändern, später nicht mehr. Die grauen Kästchen sind die markierten Kästchen. Also hier sendet er mir jetzt Signale, das allerdings nur per Audio. Das wäre noch per E-Mail oder das per Push-Notification. Beides muss vorher im MetaTrader installiert sein. Außerdem gibt er mir gerade Signale für 5 Minuten, 10 Minuten, 15 und 30 Minuten. Jetzt nur für 60 Minuten, die nehme ich noch dazu. Die 1-Minuten-Signale scheinen mir die Performance ein bisschen schlechter zu machen. Und hier gebe ich an, wann ich ein Signal bekomme. Mein momentaner Test läuft auf 9,5, also 59,5%. Mein erster Test ist auf 58 gelaufen. So würde ich persönlich einstellen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Wichtig ist zu wissen, desto höher der Wert, desto weniger Trades, aber desto mehr Gewinner. Also 60 könnte auch noch gehen, 62, 60,5 vielleicht auch noch,
Sehr viel höher wird wahrscheinlich kaum noch Trades geben. Danach meldet man sich an. Das habe ich jetzt hier überall schon mal gemacht. Schließe jetzt hier gerade mal. Schauen wir uns kurz die Ergebnisse von meinem aktuellen Test an. Der läuft wie gesagt mit 59,5%. Keine 1-Minuten-Trades auf ein paar, dafür 60 Minuten. Insgesamt haben wir hier 5, 10, 19, 20, 21, 24 Gewinner. 24 Gewinner. Hier haben wir 3, 7, 8, 9, 10. 10 Verlierer. Das macht insgesamt 34. Das heißt hier momentan circa 70% Gewinnquote. Der läuft jetzt wie gesagt schon seit 3 Tagen übers Wochenende halt. Es sind circa, also ne, effektiv erst 2 Tage, circa so 16, 17 Trades am Tag. Ich vermute, dass die Gewinnquote insgesamt noch ein bisschen runtergehen wird. Wie man sieht, ist der Trade mittlerweile gewonnen oder wäre gewonnen. Wichtig zu wissen ist, dass die Auslaufzeiten exakte Zeitspannen darstellen. Also eine 5-Minuten-Option hier sollte auch 5 Minuten laufen. Daher eignet sich Stockpair am besten als Poker. Dazu komme ich später noch kurz. So viel erstmal zu meinem ersten Test. Werfen wir einen kurzen Blick auf meinen Test mit 58%. Also, da war das Endergebnis dann 47 zu 40. Dann haben wir circa 54%. Ich vermute, dass ich das nach langer Zeit noch den 98, 58 angleichen würde. Ich rate, wie gesagt, eher zu 59%. Bei denen hier hatte ich allerdings auch die 1-Minuten-Trades aktiviert. Da würde ich, wie gesagt, auch von abraten eher. Soviel zu meinen bisherigen Testergebnissen. Ich werde ihn mindestens noch bis zum 100. Trade laufen lassen, eher noch länger. Und das dann das nächste Video machen. In meinem Bonus ist außerdem sind noch 2 Strategien dabei, die helfen können, die Performance weiter zu verbessern, wenn man manuell tradet. Es gibt für den Boss noch ein Plugin, dass man automatisch handeln kann. Dazu komme ich aber in einem späteren Video dann noch mal genauer. So, kommen wir jetzt kurz zu den kompatiblen Brokern. Im Grunde ist jeder Broker kompatibel, da es sich in erster Linie um einen Signalgeber für den MetaTrader handelt. Wie gesagt, die Ergebnisse, die im Boss mit analysiert werden, die sind auf exakte Auslaufzeitspannen gerechnet. Daher eignet sich, wenn man da genau sein will, meiner Erfahrung nach vor allem 2 Broker. Das ist einmal Stockpair. Stockpair bietet einmal die festen Auslaufzeitspannen, außerdem sehr schnelle Ausführungszeiten und auch schnelle Auszahlungen. Mit dem Support war ich auch sehr zufrieden bisher. Und die Plattform bietet auch eigene Charts, eigene News und einiges mehr. Der zweite Broker, der auch in Frage kommt, der lässt sich auch über einen Umweg mit dem Boss automatisch verbinden, ist Binary.com. Die haben sehr viele Ausführungszeiten und also Auslaufzeiten, Entschuldigung, und auch verschiedene Optionsformen. Ist mit dem Trade for Me kompatibel. Das ist für das automatische Handeln der Signale erforderlich. Bietet über 100% Gewinn Auszahlung bei manchen Optionen, nicht immer. Und hat einen Mindesthandelsbetrag von 5 Euro, was auch sehr wenig ist. Außerdem bieten die ein Demokonto, das man nutzen kann. Kostenlos. Mehr Informationen zu beiden Brokern und noch zu mehr Brokern finden sich unter diesem Link hier. Hier findet man ausschließlich Broker, die ich selber getestet habe und auch selber genutzt habe. So, kommen wir zu meinem Bonusangebot für den Boss Indicator. Und zwar, wer den über diesen Link erwirbt, der erhält von mir zusätzlich meinen 60 Sekunden Binären Optionen Videokurs. Der hat Wert von ca. 47 Euro. Meinen speziellen Ratgeber Boss Indicator richtig nutzen. Der enthält Strategien, Tipps und Einstellungsdinge für den Boss Indicator und dazugehörig ein Video, in dem nochmal die Handelsstrategien für den Boss erklärt werden. Wenn Sie an dem Bonusangebot Interesse haben, dann ist wichtig, dass Sie Ihre Cookies löschen im Browser. Die sollten eigentlich zugelassen sein. Dann erwerben Sie den Boss Indicator über diesen Link und schicken danach Ihre Quittung ohne die sensiblen Daten, falls vorhanden, an bossbonus@binary-options-pro.com. Innerhalb von etwa einem Tag, meistens wenigen Stunden, werde ich Ihnen dann den Bonus schicken, also die beiden schicken und Ihnen ein Nutzerkonto für meinen Kurs einrichten. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen.
Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar oder auch das Teilen oder Liken des Videos. Ansonsten gibt es in 1, 2 Wochen spätestens das zweite Video zum Boss Indicator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.